Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations Part 64 von mir auf 94. Im letzten Part haben wir ein paar Schiffe versenkt. Mit Marchesment. Und ja, ich werde ihn jetzt immer Marchesment nennen. Pech! Weiter geht's mit Sequenz 7. Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich hab da gerade gesehen, rasieren. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia. Jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Christina? Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Christina ist tot? Habe ich schon wieder was vergessen, oder? Habe ich was nicht mitbekommen, mal ehrlich. Sequenz 7, Unterwelt. Nee, sag mir mal, habe ich das vergessen? Wurde das hier schon gesagt? Kann ich mich nämlich nicht dran erinnern. Kappadokien, März 1512. 12 Jahre nach dem Anfang von Assassin's Creed Brotherhood. Kein Anzeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tariqs Männern. Die verborgene Stadt. Bei der Verfolgung von Manuel Palaiologos hat Marchesmet eine Region namens Kappadokien entdeckt. Erreicht. Finden Sie die vermissten osmanischen Spione und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um die Templer aufzuspüren. Volle Synchronisation. Nicht entdeckt werden. Die Höhlen von Kappadokien untersuchen. Okay, neue Gegenstände bei Buchhändlern. Hier auf dieser komischen Drecksinsel. Gibt's überhaupt eine Karte? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bezweifle es. Ah, es gibt Schwarzmarkthändler. Jede gute Insel hat einen Schwarzmarkthändler. Ja, 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 überall neue Gegenstände und niemand interessiert's. Ich denke mal, ich muss da rein, aber ich gucke jetzt erstmal hier. Hihi. Siehst du? Das hätte man zum Beispiel nicht mehr gefunden und da war ein Sperrgebiet auf der Karte. Irgendwie erinnert mich das hier so ein bisschen an Bienenstock oder so. Weiß ich nicht. Soll mal kurz anders hinsetzen? Niemand erkennt Marchesment, es ist einfach eine zu gute Tarnung. In weiß. Mit fetten Schwertern. Und wo ist die Armbrust? Das sind doch mal fröhliche Arbeiter. Aber ohne Scheiß, schönes Gebiet. Ach, die erkennen mich gar nicht. Was war das nochmal für ein Pulver, das dein Onkel gegen seine Gürtelrose benutzt? Sonst noch was ihr sagen wollt? Nö. Gut. Oh, wow. Steckt das Ding mal wieder weg. Gut. Wir sollen nicht entdeckt werden. Dann machen wir das doch mal nicht. Sondern sammeln stattdessen noch ein paar Fragmente. So, ihr seht aus wie glückliche Arbeiter. Dann will ich euch mal nicht bei der Arbeit stören. Ich bin keine Ziege. Du Lümmel, du. Oh, da unten. Vielleicht sollte ich doch besser wieder trinken. Seht einmal. Willst du auf... Rennen oder sowas? Tanzen wir ein Schmetterling, stechen wir ein Skorpion. Hey,
Komm her. Ihr versteckt euch unter einer Kapuze? Hey, nicht unter meinen Augen. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin nicht bekannt dafür, meine Gefühle zu verbergen. Und ist ja gut, geh weg. Ich habe Besseres geh weg, lass mich zu tun. In Ruhe. Ich muss mich mal mit dem Typen hier oben prügeln. Elende Tyrann! Hey, ihr Arschlöcher, verschwindet! Oh, du hast ihn geschlagen. Einfach draufhauen, komm. Scheiß auf die anderen. Na, nicht darunter fallen, bitte. Schande! Nieder mit euch! Ha, beklaut. So, 7 Florin. Ach, Florin, Ampere. Das ist das Einzige, was er eigentlich bei haben sollte, jetzt wo wir ihn beklaut haben. Und jetzt noch 3 Sprengfallen und nochmal 500 Ampere. So, nochmal eine Runde drehen. Ich habe etwas. Schon wieder. Hier lang. Hier einfach immer. Scheint ja eh keinen zu stören, was ich hier mache, ne? Und hoch. Noch weiter hoch. Oder runter? Nee, runter. Verdammt. Hätte ich mal erst auf die Map geguckt. Aber... Sehr unterhaltsam. Ehrlich, wo ist denn das? Ich sehe es gerade überhaupt nicht. Also ich merke es auch nicht, wo es sein soll. Es ist oben. Gut. Da ist es. Ich habe es erblickt. Es ist nicht mehr so wie früher. Der hätte ich. Ich vermisse die Zeit als Kataphrakt. Damals wussten wir noch, wie man mit Abschaum umgeht. Mimi, halt die Klappe. Ich müsste... Hä? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ah, okay. Ich glaube. Hast du gesehen, was der Doktor verkauft? Da kommen hier immer die Verrückten und die Hausierer entlang. Nein. Ich denke mal, das war gar kein schlechter Anfang. Vor allem, warum sehe ich das jetzt? Bringt mir doch eh einen Scheiß. Wo legst du deine Leichen ab? Ich habe immer den alten Hafen benutzt. Aber heutzutage scheinen sie alle zu schwimmen. Sogar trotz der Sandsäcke und Ketten. Okay, komme ich später lang. Ah, okay, wollen wir weiter. Ist doch nicht so ein ganz schönes Gebiet, wie ich dachte. Aber hey, die wahre Schönheit sieht man halt erst viel zu spät. Ich war das nicht. Er ist wieder an meinem Penis erstickt. Ich höre da hier was. Sind das nur diese Kisten hier? Kein Plan. Machen die überhaupt ein Geräusch? Kein Plan. Okay, einfach mal auf zur nächsten Mission. Wir wollen ja... Ich will ja schnell fertig werden. Noch weiter hoch. Da oben ist sie. Wie komme ich denn da hin? Ich werde hier jetzt irgendwo einen Aufgang oder so. Das hier sieht doch aus, als wäre es was. So. Vielleicht finden wir auch noch gute Spitznamen. Spitznamen vor allem, ne? Desmond und Marchesmond. Irgendwelche Namen in den zukünftigen Spielen. Ratchet & Clank, Rank. Ist zwar schlecht, oder? Oder Clatchet. Egal, da mache ich mir mal später Gedanken drüber. Hey, Kiste! Auch wenn es mir fast gar nichts mehr bringt. Oh Gott. Achso, hier. Habe ich gar nicht gesehen.
Geht's jetzt direkt los? Ah, das ist ein Synchronisationspunkt. Da muss erstmal einer drauf kommen. So, direkt mal mit dem Adler Sinn hier lang gucken. Da hinten ist eins. Und ist da irgendwo noch eins. Und da ist, soll auch noch eins sein. Gut, was nun? Achso, ich soll jemanden finden. Da, das sieht doch aus nach einer Spur. Okay, runter. Kommt er hier in den Busch? Hey, es ist Böses im Busch. Guter Junge. Idiot. Was hat er denn jetzt gesehen? Achso, da ist ein Datenfragment. Okay. Nehmen wir das? Jo, das nehmen wir. Oh, warte, wer ist das? Irgendeine Frau? Die da hinten könnte das gut sein. Die da hinten ist es, glaube ich, sogar. Nee. Geht doch. Die Spionen konfrontieren. Okay, fangen. Nicht so nah, Adi Harif. Beruhigt euch. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Relativ. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Okay. Zu oder in. Okay, die Lara. Die Lara möchte Aufmerksamkeit, ne? So. Dann, 100% haben wir. Und jetzt hole ich mir mal... in Anführungszeichen schnell das Dings. Das Datenfragment. Denn sobald wir 50 haben, wird uns der Rest auch noch angezeigt. Und ja. Deswegen, da kletter ich jetzt noch kurz hoch. Es wird jetzt wohl noch bis in den nächsten Part dauern. Aber ist ja nicht so schlimm, denke ich mal, ne? Zeit bleibt uns ja genug. Ezio nicht mehr so, Marchers mit dafür umso mehr. Auch wenn er ein bisschen rumstöhnt. Der tut nur so. Achso, da ist es ja. Ich habe gerade noch geguckt, ob hier noch irgendwas ist, aber... Zu dem hier wollte ich ja. So. Dann... Müsste ich so langsam auch eine Pause machen, so langsam lässt mein Kommentieren nach. Was gibt's noch zu sehen? Nichts. Achso, wir haben ja Fallschirme. Fallschirm! Fallschirm! Idiot. Okay, das haben wir davon, wenn wir mit Marchesment spielen. Für nächstes Mal wissen wir Bescheid. Dann macht ihr den Fehler nicht mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Part.
wenn es endlich geladen hat. Sag ich schon mal bis dann und ciao.